Deus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Krogo und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Oder sollte ich vielleicht eher sagen Experimentierbox? Heute habe ich 5 TNT-Kanonen für euch. Ja, brandneue Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch recht neu in diesem TNT-Business und möchte dafür keine bestehende Welt opfern. Habe auch nichts vorbereitet, weil solche Kanonen können immer mal schnell zur Seite weggehen. Die Kanonen, die ich euch heute zeige, sind ja nicht selbst erfunden, logischerweise. Ich habe da verschiedenste Ideen im Internet zusammengesucht, zusammengebastelt, ein bisschen experimentiert und ein paar Kleinigkeiten angepasst. Manche der TNT-Kanonen gibt es einfach schon, seit es Minecraft gibt. Nee, stimmt auch nicht, seit es TNT in Minecraft gibt. Fangen wir an mit TNT-Kanone Nummer 1. Das sind die Materialien, die ihr braucht. Desto mehr TNT ihr habt, desto öfter könnt ihr natürlich wüst rumschießen. Die erste Kanone ist ziemlich simpel. Alles, was ihr machen müsst, ist erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke platzieren. Dann einen Block hierhin und dann wieder 10 zurück. Und ich habe extra Erde genommen, um zu demonstrieren, dass es wirklich random mit jedem Block geht. Dann hier hinten ebenfalls. Und dann habe ich natürlich ein Item vergessen. Und das ist der Wassereimer. Den platzieren wir hier und dann sind wir schon mal ziemlich gut aufgestellt. Ja, wer sich denkt, daraus kann eine Kanone werden. Ja, ich war auch überrascht, dass es funktioniert. Hier einen Block. Hier hinten 2 Blöcke. Kommen wir zu den Redstone-Fackeln. Hier vorne eine, hier hinten eine. Druckknopf hier hinten und wir können schon mal ein bisschen Redstone-Technik machen. Oh, Fackel ausschalten. Dann unsere ganzen Repeater hier hin. Bei den Repeatern können wir uns mit den Tick-Speeds hier ein bisschen spielen. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das hier bei mir am besten funktioniert hat. Die letzten 3 auf maximale Stufe. Dann platzieren wir hier Redstone, 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 Redstone. Und dann müssen wir das ganze Ding hier manuell laden. Das TNT hier vorne wird weggeschossen. Alle anderen TNT, die wir hier drinnen platzieren, sind nur dafür da, um das hier vorne wegzuschießen. Ich glaube, es reichen uns 5. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, Feuer frei! Ich würde sagen, ordentlicher Wumms, explodiert in der Luft. Gefällt mir nicht ganz so. Ich möchte, dass es am Boden explodiert. Dann fange ich an, hier ein bisschen zu verstellen, dass dieses TNT hier vorne später gezündet wird, um dann später zu explodieren. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Feuer frei. Es fliegt und haben wir es diesmal richtig gemacht? Noch nicht ganz. Noch später zünden. Später geht nicht. Wenn es jetzt nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Also ihr seht schon, jedes Mal, um ein TNT zu schießen, vergeuden wir 6 TNT. Und bedenkt, TNT ist nicht immer so einfach zu bekommen. Also werden wir unsere TNT-Kanonen auch daran messen, nicht nur wie weit sie schießen, sondern auch wie wenig TNT sie benötigen. Und ich spoilere euch so viel, die Kanone Nummer 6 braucht ein einziges TNT. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Letzter Versuch, Feuer frei! Ja, das passiert nämlich dann. Aus irgendeinem Grund sitzt dieses TNT dann nicht richtig und die Reichweite ist super eingeschränkt. Das war schon besser, aber immer noch nicht gut. Ihr seht schon, da kann man sich ewig spielen, um zu schauen, was die beste Einstellung ist. Viel Spaß damit. TNT-Kanone Nummer 2, das sind die Materialien, die wir brauchen. Schnappen wir uns gleich mal und es gilt wie immer, desto mehr TNT, desto mehr Kavum. Schritt Nummer 1, wir machen uns eine kleine Plattform. Auch hier sind die Blöcke hier wieder völlig egal, aber ich dachte, wir machen mal ein kleines Upgrade zur Erde. Also 3x4 Plattformen gemacht, 4 in die Richtung, 3 in die Richtung und dann von hier ausgehend 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke weiter nach vorne, an den vordersten Block eine Leiter. Dann brauchen wir 5 Dispenser, 4 Stück platzieren wir hier. Wobei man hier vielleicht sogar wirklich auch nur 3 platzieren kann, weil ich werde den hier später erstmal nicht nutzen, weil wir gar nicht so viel Power brauchen. Dann hier einen Dispenser hinsetzen und dann fangen wir an mit Redstone. Redstone ist ganz einfach, diese Dinger platzieren wir alle komplett hier und 2 hier. Setzen wir alle auf Stufe 4 und dann Redstone hier. Und Redstone bis nach vorne hier. Ein Wassereimer wird hier platziert. Der bringt unser TNT nachher wieder schön nach vorne. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Knopf, um das Ganze auszulösen. Hier. Also einmal die Erklärung ohne TNT. Ich drücke diesen Knopf. Das Erste, was passiert, aus diesen ganzen Dispensern kommt TNT. Die rutschen nach vorne. Dann wird hier vorne ein TNT rausgeschossen oder rausgeworfen. Das liegt dann hier oben auf den anderen beiden und dann Abmarsch. Fliegt das TNT gen Himmel. So, ich fülle jetzt den Dispenser auf, den hier auf und den hier auf. Den spare ich mir, weil, wie gesagt,
Das hat es bei mir gar nicht gebraucht. Testen wir es, Feuer frei. Seht ihr, wie knapp das getimed ist und wie gut das Ding fliegt und explodiert kurz vor dem Boden. Also das ist wirklich, wirklich optimal. Wir machen mal testweise hier auch ein TNT hier rein, dann seht ihr, was dann passiert. Jetzt ist nur ein TNT, es sind jetzt 4 TNTs drin, die hier feuern. Zack. Und ihr seht, es fliegt noch weiter, es fliegt sogar außerhalb meines Sichtfelds und explodiert nicht auf dem Boden. Aus dem Grund habe ich dieses letzte TNT hier weggelassen. Die Kanone macht unglaublich viel Spaß. Und zu eurer Info wieder, pro Schuss brauchen wir 4 TNT. Ich sollte mal ein bisschen näher rangehen, dass wir auch was sehen. Ganz knapp über dem Boden, ne? Ganz knapp über dem Boden. Wir haben keine Möglichkeit mehr, hier noch was zu verstellen. Klar, ich könnte noch mehr von den Dingern hier mit integrieren. Ich muss sagen, bin aber sehr zufrieden mit dem, wie das hier läuft. Insofern. TNT-Kanone Nummer 3. Das sind die Materialien, die wir brauchen. Ab ins Inventar damit. Diese Kanone ist ein bisschen kleiner, kompakter. Allerdings hat die den Nachteil, ihr werdet es dann sehen, wir kriegen die Kugel nicht auf den Boden. Ja, ich habe gerade von Kugel gesprochen. Das ist unser Grundkonstrukt. 3x2, hier vorne und hier vorne was hin. Zaun in die Mitte. 2 Blöcke hier nach oben. Dann einen Dispenser so. Einen so. Redstone-Fackel hier oben drauf. Einen Dispenser an die Redstone-Fackel ran. Druckplatte hier drauf. Wassereimer hier rein. Ja, ich war auch überrascht, dass Wasserdruckplatten nicht wegspült. Zumindest irgendwie in der Konstellation nicht. Redstone, Auslöseknopf, Kanone ist fertig. Ich würde sagen, laden wir das Ding mal durch. Alle Dispenser sind geladen. Wir drücken den Knopf. Feuer frei. Boah. Ganz ehrlich, die Kanone perfekt geeignet, wenn ihr eine Burgmauer oder so habt, die so ein bisschen höher ist und ihr sollt sie kaputt schießen. Zack, stellt sie auf die richtige Entfernung ein. Hier solltet ihr übrigens nicht drauf stehen, da nehmt ihr Schaden. Zack! Ey, die hat so einen Wumms und die zischt so schnell ab. Leider kann ich bei der Konstellation das TNT hier oben nicht später rauslassen, denn ihr seht schon, wenn ich den Knopf drücke, geht die Fackel hier aus und sobald sie wieder angeht, kommt das TNT hier oben raus. Ich müsste mir also eine umständlich etwas größere Konstruktion überlegen, wie ich dieses TNT hier später erst zünde und dazu reicht mein Redstone leider nicht aus. Wenn jemand von euch eine Idee hat, gerne mal machen und mich dann wissen lassen. Vielleicht kriegen wir da ja noch eine geniale Kanone hin. Bis dahin feuere ich einfach mit dem Ding. Auch hier wieder 4 TNT für einen Schuss. Die hat so einen Wumms. Die schaut auch so ein bisschen nach Mörser, nach Kanone irgendwie aus. Die gefällt mir richtig gut. Eigentlich müsste man nicht mal die Aufgabe machen, diese Dinger cool aussehen zu lassen. Übrigens, aus der Kanone könnte ich mir gut vorstellen, ein Piratenschiff mit solchen Öffnungen seitlich, wo man dann innen drin durchs Schiff läuft und nur die Knöpfe drückt und vorne werden dann die Kanonen rausgefeuert. Mag ich echt gerne, die Kanone. Nummer 4 ist die wohl einfachste TNT-Kanone für heute und auch die sparsamste. Nachteil an der Kanone wird sein, die Reichweite ist nicht ganz so hoch. Die Materialien, die wir benötigen, sind wie immer TNT und alles, was ihr hier in der Kiste seht. Ja, es ist wirklich nicht viel. Das erste, was wir machen, ist, wir machen irgendwo ein Loch in den Boden. Auf dieses Loch, in dieses Loch einen Schleimblock, also einen klebrigen Kolben, auf den klebrigen Kolben ein Slime. Dann daran einen Repeater, in die andere Richtung ebenfalls einen Repeater. Den Repeater auf 2 Ticks, also einmal drücken, den auf 3 Ticks, also zweimal drücken. In der Mitte, nach oben zeigend, einen Werfer. An den Werfer einen Knopf ran, hier hinten einen Block, dann einen Sticky Piston, Slime dran und fertig ist das ganze Ding. Hier rein, richtig, kommt unser TNT und sobald ich den Knopf drücke, tschu, wird das TNT von den Slimeblöcken geschossen und entzündet sich bei Landung. Also ihr seht schon, wenn wir es mit den anderen vergleichen, die Reichweite ist nicht so hoch. Ja, da sind die anderen immer bis weitergekommen. Die Kanone, mit der haben wir es auch nicht so wirklich. Oder haben wir da bis dahinter geschossen? Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber dafür brauchen wir hier nur ein einziges TNT und sehr, sehr wenige Ressourcen, um es zu bauen. Und sie schießt immer exakt gleich weit. Seht ihr das? Immer exakt an die gleiche Stelle. Diese Kanone könnt ihr also hervorragend justieren. Ihr testet das, zählt die Blöcke aus und positioniert sie exakt in Reichweite. Ich habe das mal für euch übernommen. Von hier bis dort vorne sind es 25 Blöcke. Das heißt, wenn wir jetzt zur Mitte gehen, wo die,
wo das TNT dann einschlägt, 26, 27, das wäre hier ungefähr die Mitte. Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 Blöcke müsst ihr weggehen von dem Element, das ihr sprengen wollt, dann erwischt ihr meistens die Mitte. Machen wir noch einen Testversuch dazu. Feuer! Oh, perfekt. Perfekt. 30 Blöcke. Liebe dieses Ding. Ich glaube, das habe ich bisher bei jeder TNT-Kanone gesagt. Außer bei der ersten. Ich glaube, die... Nee, finde ich nicht ganz so gut. Die anderen finde ich mega. Mit der letzten Kanone habe ich ein bisschen mehr Abstand gehalten. Denn vor der habe ich einen heiden Respekt. Manchmal läuft da echt was schief und ich bin da nicht so... Eieiei. Die letzte Kanone braucht folgende Materialien. Und ja, ihr seht richtig. Wir brauchen nur ein einziges TNT. TNT. Und das geschulte Auge sieht sofort, aha, Coral Fan, Minecart, Mauer, das wird ein TNT-Duper. Was heißt TNT-Duper? Wir duplizieren das TNT auf mehr oder weniger illegale Weise in Minecraft und brauchen somit nur ein einziges und können trotzdem ganz oft feuern. Wir fangen damit an, dass wir eine Fläche ausheben, die 4 breit ist und 7 lang. Also 4 und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann nehmen wir unseren ersten Sticky Piston, gehen hier vorne an die Stelle hin, platzieren ihn hier, setzen hier einen Slime-Block drauf, löschen den Block weg, Slime-Block dran. Wenn der Block da unten dran bleibt, funktioniert es nicht. Dann nehmen wir unseren Repeater, platzieren ihn hier, machen ihn auf 3 Ticks, zweimal klicken und gehen dann mit Redstone bis hier hinten hin. Dort gehen wir eins nach oben, platzieren einen unserer Blöcke hier und platzieren den zweiten Block hier oben. Fertig. Setzen wir hier zwei Hilfsblöcke und setzen oben an diesen Block einen Sticky Piston ran. Wir können die Hilfsblöcke wieder entfernen. An den klebrigen Kolben 3 Slime-Blöcke wie ein L. Oben auf eine Detector Rail. Ich weiß leider nicht genau, was es auf Deutsch heißt. Das ist die Schiene mit der Druckplatte quasi drauf. Dann ein Minecart oben drauf und hinten dran den Knopf. Wenn wir ihn jetzt drücken, wird das Ganze nach vorne geschoben. Ist noch nicht Ziel und Zweck der Übung. Also noch nicht tun. Nun gehen wir mit einem Block Abstand hin. Also dieser Block ist ein temporärer Block. Ab jetzt bitte den Knopf nicht mehr drücken. Gehen eins nach unten, eins hier rüber, eins nach oben, eins hier rüber. Hier unten die Koralle dran. Daneben die Mauer, oben auf die Mauer das TNT. Und schon ist alles fertig. Den ersten Klick, den wir machen, heißt laden. Wir nehmen die Konstruktion in Betrieb. Den nächsten Klick, den wir machen, heißt Feuer. Wie auch immer in dieser Konstruktion ein TNT dupliziert wird. Davon habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Das Ding gibt es aber schon eine ganze Weile und ist mega genial, weil man so viel Schwachsinn damit anstellen kann. Also, da wird ein TNT dupliziert, es wird nach vorne geschoben und mit exakt derselben Technik wie hier nach vorne gefeuert. Ihr seht auch, die Reichweite von dem hier und dem hier unterscheidet sich nicht viel. Ich glaube, die ist vielleicht ein, zwei Blöcke weiter. Dafür kann die unendlich viel schießen. Aber auch hier ist die Reichweite nicht riesengroß. Dafür können wir aber unendlich feuern und brauchen nur ein einziges TNT. Diese ganzen TNT-Kanonen sind hier alle ohne Gewehr. Ja? Also wenn ihr die bei euch in eure eigene Base reinbaut, dann seid ihr selber schuld, wenn die Dinger in die Luft fliegen. Ich kann da nichts für. Ich versuche hier mein Bestes, euch zu erklären, wie es funktioniert. Aber auch in meiner Testphase sind Kanonen in die Luft geflogen. Interessanterweise jetzt beim Video nicht. Aber sowas kann passieren. Also stellt euch seelisch drauf ein, wenn ihr solche Dinger baut. Wer mit dem Feuer spielt, ne, der verbrennt sich auch mal die Finger. Und damit sind wir für heute am Ende des Videos angekommen. Welcher dieser Kanonen hat euch denn am besten gefallen? Ich kann mich nicht ganz entscheiden, muss aber sagen, ich mag diese Slime-Betriebenen sehr gerne, weil sie TNT-sparend sind. Mag aber auch die anderen für ihre Reichweite oder ihren Wumms. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr am coolsten findet oder ob ihr euch auch nicht entscheiden könnt. Wenn ihr solche Dinger mal ausprobiert, lasst mich gerne wissen, was ihr damit angestellt habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!